KI spielt eine entscheidende Bedeutung für die Innovationskraft in der Region. Also wenn wir uns angucken, wo wir uns hinentwickeln, dann werden alle Bereiche unseres Lebens mehr und mehr von KI durchdrungen sein. Und da gibt es natürlich viel Gestaltungsraum, den wir hier in der Region nutzen. Die Hochschule Heilbronn ist in dem regionalen Hub, also im KI-Campus Hub Baden-Württemberg, eins der Projekte, was dort teilhat, was dort gefördert wird. Da ist ja noch die DHBW dabei, da ist die TUM dabei, da ist CODIS mit dabei und wir arbeiten an verschiedenen Projekten, um tatsächlich hier für die Region Angebote zu schaffen, die auch hier vor Ort gebraucht werden. Im Rahmen des regionalen Hubs hat die Hochschule Heilbronn das Projekt Fair Impact. Da geht es darum, tatsächlich sozialverantwortliche KI-Entwicklung zu ermöglichen. Also wir arbeiten an Lerneinheiten, die die Unternehmen nutzen können, um faire KI zu entwickeln. Das heißt, der Fokus ist auf den Gestaltungsprozessen innerhalb der Organisation. Diversität und Fairness sind für die Entwicklung erfolgreicher KI-Anwendungen natürlich entscheidend. Also es ist ja so, dass wir da zum einen die Möglichkeit haben, tatsächlich uns als Region, aber auch EU-weit, denke ich, abzusetzen, um hier ein besonderes Augenmerk drauf zu haben. Es ist wichtig, weil wir einfach die Zukunft der Welt gestalten und da schauen sollten, dass wir wirklich alle an Bord haben. Und es ist im Endeffekt natürlich auch das, wo wir die größte Reichweite und den größten Nutzen mit entsprechend haben können. Es kann nicht sein, dass wir große Teile der Bevölkerung einfach ausschließen. Und ich denke, da haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu gestalten. Es muss ein aktiver Gestaltungsprozess sein, weil wir natürlich in den Daten, die wir verwenden, teilweise schon die implicit Biases und die Vorurteile der Vergangenheit haben. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir nicht die Diskriminierung aus der Vergangenheit jetzt fortführen, sondern hier wirklich die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben, auch nutzen, um faire Systeme zu entwickeln. KI bietet für die Bildung allgemein, für die Hochschulbildung natürlich ungemeine Chancen. Wenn wir uns anschauen, alle Möglichkeiten in Richtung wirklich Personalisierung von Lerninhalten im Sinne von der Möglichkeit, sich selber seine Lernszenarien zu entwickeln, um auch verschiedene Lerntypen, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Lebensphasen, verschiedenes Vorwissen und so weiter zu berücksichtigen, dann haben wir hier viele Möglichkeiten, tatsächlich individualisiert, personalisiert und zielgruppenorientiert damit zu lehren. Das bietet verschiedene Herausforderungen, natürlich von der Seite der Lehrenden auch. Also die Frage, wie verändert sich Bildung auch durch künstliche Intelligenz, durch die vielen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, haben natürlich auch die Studierenden andere Möglichkeiten. Am offensichtlichsten ist es natürlich im Moment durch die Large Language Models, die einfach wunderbaren Text produzieren, wo dann aber natürlich auch die Kompetenz da sein muss, das zu beurteilen, wo auch natürlich für die Lehrenden eine ganz andere Notwendigkeit, eine ganz andere Aufwand teilweise entsteht, das entsprechend zu beurteilen. Das heißt, da müssen wir wirklich schauen, wie kriegen wir das in die Lehre, in das Miteinander von Lehrenden und Lernenden so integriert, dass wir alle davon profitieren, weil das können wir ja. Lehrende und Lernende werden fit für KI im Moment. Zum einen dadurch, dass es so allgegenwärtig ist und die direkte Auseinandersetzung, die direkte Erfahrung damit ist. Was wir natürlich dann in der Lehre machen, ist zum einen mit der, ich sag mal, allgegenwärtigen KI, mit automatisierten Entscheidungssystemen, mit Algorithmen, die entsprechend in Social Media da sind und so weiter, einfach kompetent umzugehen.
gehen. Dann sind wir natürlich in der akademischen Bildung auch noch darauf ausgerichtet, tatsächlich die spezifischen Kompetenzen auch zur Entwicklung, zur Weiterentwicklung von KI zu vermitteln. Was aber allgemein natürlich so ist, ist, dass wir die Kompetenzen brauchen, die im Moment als Future Skills eigentlich so bezeichnet werden, dass wir wirklich schauen, wie sehen solche Entwicklungsprozesse aus, das zu machen, wie kann die Interdisziplinarität hergestellt werden, die es braucht, wie funktioniert die Zusammenarbeit, weil wir können ja natürlich KI nicht in irgendwelchen Silos entwickeln, sondern brauchen da wirklich eine breite Zusammenarbeit, die ja auch mit ihren eigenen Herausforderungen kommt. Die Zukunft der Hochschule mit KI bringt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir heute nicht haben. Also wir haben tatsächlich die bestimmte Dinge, von denen wir auch Abstand nehmen können, die wir nicht mehr im Detail lehren müssen. Also das ist schon das Beispiel mit dem Taschenrechner und dem, was ich dann machen kann. So haben wir es in der Softwareentwicklung natürlich an vielen Ebenen, dass wir einfach auf einem anderen Niveau aufsetzen können und dafür aber andere Kompetenzen vermitteln müssen. Das sind zum einen natürlich Kompetenzen des Beurteilenkönnens, des aber auch Prompt Engineerings, einfach darauf zu achten, dass ich auch die Antworten bekomme, die ich brauche, dass ich die richtigen Systeme, die richtigen Dinge frage, also dass ich nicht ein Language Model betätige und nach Wahrheiten suche, sondern dass ich wirklich gucke, wo suche ich was, aber auch die Kompetenzen der Designforschung eigentlich tatsächlich nutzen in diesen Prozessen. Also das University Future Festival in Heilbronn ist wirklich so ein Highlight, was wir hier gerade haben. Ich denke, wir haben hier mit dieser Präsenzbühne nochmal eine ganz andere Qualität. Wir haben genau dieses Thema, was uns ja auch hier wichtig ist und was die KI in Heilbronn ausmacht, das was mit der KI-Musik, also mit dem künstlerischen Aspekt noch verbinden, dass wir, denke ich, auch durch die Vorträge, die wir heute schon gehört haben, sehen, dass wir tatsächlich auch diese Ebene des Wertebasierten, des darüber Nachdenkens mit integrieren und hier ganz, ganz wichtige Themen adressieren können.